Bist du bereit? Läuft? Top, du bist ein super Kameramann. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht seht ihr ein klein bisschen eine Kameraverbesserung. Ich habe jetzt mal meine alte Kamera zurückgeschickt und eine neue bestellt. Die sollte auf jeden Fall ein bisschen schärfer sein als die alte. Auf jeden Fall gab es ein Update für unsere Freifunksoftware und ich dachte, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also erstmal, kommt mal mit, zeige ich euch mal die neuen Antennen, die hier sind. Denn da oben war ja bisher immer nur eine, da ist jetzt endlich die zweite auch verkabelt. Im letzten Video sind wir da hochgelaufen und da vorne, wo die Autos waren an der Kreuzung, bis da haben wir den Test gemacht. Dieses Mal dachte ich mir, gehen wir einfach mal in die andere Richtung zusammen und schauen mal, wie es auf diesem Platz da aussieht und ob das da auch noch vernünftig läuft, weil genau dafür müsste ja die Antenne eigentlich sein. So, ich habe sozusagen im Labor mal einen Test gemacht mit dem Freifunk und das waren so ungefähr 30, 40 Mbit, was ja auch schon ganz vernünftig ist. Jetzt habe ich hier natürlich diese riesen Antennen, das macht das Ganze also noch mal ein bisschen langsamer. Wir reden jetzt aber von, ich schätze mal so 15 Mbit sollten wir schon erwarten, während hier noch Leute drin sind wahrscheinlich und so. Ich habe jetzt die Statistik natürlich nicht offen, aber über die Antennen sollte das so um die 15 Mbit noch gehen. Man könnte da bestimmt jetzt noch was dran machen, dass es noch alles ein bisschen besser ist, aber ich denke mal, damit kann jeder leben, damit kann man surfen und das funktioniert so einfach. Wichtig ist es halt, dass hier auf diesem Platz das WLAN ist. Das wird jetzt auch noch ausgebaut, das zeige ich gleich noch, aber erstmal gucken wir uns hier den Speedtest an. So, ach, guck mal, das sind doch schöne Geschwindigkeiten. 15 Mbit, habe ich ja gesagt. Das passt ungefähr. Oh. Jetzt müssen wir noch den Upload mal gucken, also da hängt es ein bisschen, aber der wird wahrscheinlich auch gerade ein bisschen ordentlich genutzt. Synchron ist das nicht, ich weiß, aber meistens sind es so 5, 6 Mbit, 3, 4 kann man auch noch mit leben. Ja, das sieht auf jeden Fall vernünftig aus und vor allen Dingen, ach so, vor allen Dingen der Ping. Vorher hatte ich einen Ping von 200, 300, das war natürlich absolut beschissen. Jetzt ist es wesentlich vernünftiger und wesentlich besser mit 16. Das passt so ungefähr. Ja, hier ist so eine Veranstaltungsfläche. Hier wird das Ganze jetzt auch ausgebaut. Da kommt dann wahrscheinlich hier irgendwo noch mal eine Antenne hin. Da oben irgendwo. Und wenn das soweit ist, dann sollte dieser Platz hier auch mit Freifunk ausgestattet sein. Dann ist hier so der größte Bereich abgedeckt. Dann können die Leute hier auch schön das Freifunk nutzen. Jetzt gibt es noch einen Bereich, den zeige ich euch mal eben kurz, wo es ein bisschen schwieriger wird. Und zwar seht ihr schon das große Problem. Die Kirche, denn Kirchen haben natürlich richtig fette Mauern und wenn man sich das mal hier anschaut, so und hier sieht man eben die Signalstärke, alles was hier noch in dem blauen Bereich ist, ist ja super, ne? Also passt. Jetzt gehen wir aber mal einfach hier rum und gucken mal, jetzt gerade zum Beispiel haben wir keine Sichtverbindung, also es geht jetzt schon durch ein Haus durch, ne? Sieht man jetzt nicht, aber wenn du jetzt mit hier rüber kommst, dann erscheint das jetzt gleich da vorne, das heißt hier ist die Verbindung wieder super, da hat man wieder eine Sichtverbindung. Und ja, dann geht man hier weiter, geht hier rum und kommt dann hier quasi zum Eingang dieser Kirche und da ist dann diese blöde Wand im Weg. Hier siehst du, das ist noch im Rahmen, ja, springt ein bisschen. Dann gehen wir hier rum, warten ab, bis er das neu geladen hat und auf einmal geht es vollkommen in den roten Bereich. Man verliert das Signal komplett. Das heißt, hier müsste man sich noch was überlegen, um das hier nochmal rumzubekommen, dass das einmal hier ist und hier rum. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, so wie der Ausbau so vonstatten geht. Das bekommt ihr ja nicht alles mit, weil jedes Mal darüber ein Video zu drehen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann würde es quasi nur noch um Freifunk gehen. Und deswegen gebe ich euch zwischendurch mal so kleine Updates, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr das natürlich unten in die Kommentare schreiben. Jetzt zeige ich euch noch eine kurze Sache. Und zwar mache ich mal ganz kurz ein Video hier mit dem Handy. Dann könnt ihr den Philipp auch mal sehen. Sieht auf jeden Fall super lustig aus. Das ist jetzt so quasi das neue, genau, das ist jetzt so das neue Rig, mit dem wir jetzt filmen werden. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar hier vorne geht es nämlich auch noch mal rein. Ihr seht schon Eiskaffee, das ist natürlich im Sommer ganz krass benutzt und dafür soll es ja auch da sein. Da funktioniert das so einigermaßen und um so einen Blick in die Zukunft zu geben, hier hat man so ein bis zwei Balken, weil wieder keine Sichtverbindung. Wir sind jetzt hier wieder um die Ecke gegangen, genau. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön, aber da soll jetzt noch ein Router hinkommen und hier nochmal an diese Seite, dann ist damit auch diese Rundung hier abgedeckt und dann ist es wirklich, ich sag mal,
so 90% des Bewegungsraumes hier hat man dann soweit mit Freifunk abgedeckt. Und damit ist dann die Mission auch erstmal erledigt. Man kann dann hinterher noch überlegen, ob man da noch ein bisschen rumspielt, aber erstmal funktioniert das ganz gut. Wenn es euch gefallen hat, das wollte ich jetzt sagen, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und wir sehen uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder mit einem neuen Video. Wenn ihr davon noch einen Teil sehen wollt, wenn noch mal was passiert ist, könnt ihr das auch gerne schreiben. Bis dann, haut rein und bitte noch ein bisschen weiter von unten. Genau, perfekt, ciao.